Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, und bevor wir hier das eigentliche Video starten, seht ihr schon, wir haben einen Promocode ganz neu. Könnt ihr gerne mal einlösen, machen wir jetzt auch mal gleich zusammen hier, würde ich sagen. Dafür machen wir das hier erstmal ein bisschen kleiner. Zack. Und dann lösen wir den mal zusammen ein. Promocodes. Und wir haben Y8FMLPSI, würde ich sagen, 06. Was bekommen wir denn da Schönes? Oh, 100 Kristalle. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Den würde ich mir auf jeden Fall an eurer Stelle schmecken lassen. Ja, ansonsten, was wollen wir heute machen? Wir wollten uns ja heute mal die Fraktionsdecks angucken. Eine Runde spielen mit einem Kultisten. Außerdem haben wir tatsächlich hier den Battle Pass fertig. Seit gestern Nacht habe ich aufgehoben, die letzten beiden Kisten. Werden wir am Ende des Videos aufmachen. Und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal in ein Game rein. Ja, hier, wir spielen mit diesem Deck, obwohl ich nach wie vor irgendwie mit dem Chemiker nicht so zurechtkomme, muss ich sagen. Aber ich habe den gestern tatsächlich auf Max Level gemacht. Damit die nächste Einheit auf Level 15. Und wir springen einfach mal rein. Alte Gilde oder Garde. Okay. Blade Dancer Deck. Na, mal schauen. Auf jeden Fall wird er uns schon mal nicht stören. Das ist schon mal vom Vorteil. Hier ist natürlich jetzt erstmal der Sinn daran, die fünf Kultisten hier kreuzförmig aneinander zu bekommen. Danach werden wir dann mit dem Schreddermeister diese fünf hochstufen und eventuell Stück für Stück noch erweitern, je nachdem wie lang das Game läuft und wie gut wir zurechtkommen. Ah, okay, ich habe sogar das Chemiker und Bombardier Deck. Eigentlich ist für anstatt Bomber hier Dryad drin. Okay, müssen wir mal schauen. Wird Problem sein, dass wir natürlich einen Zweier Schreddermeister theoretisch brauchen. Irgendwie anders. Aber es wird schon. Das wird schon werden. So, da stehen jetzt schon mal die Portalwächter ganz gut. Okay. Oh, dann fangen wir mal an zu schreddern, würde ich sagen. Wir machen es einfach mit dem Trick hier. Wo landet es da? Ja, perfekt. Genau so macht man es. So, easy. Aber wir brauchen weitere Kultisten hier. Bisher sehr, sehr wenige. Eieiei. Es fängt schon wieder gut an hier. Okay, ja, jetzt können wir wenigstens auch notfalls sowas hier machen. Da ist ein Kultist, schade. Gut, dann müssen wir es so machen. Und ziehen ihn dann so runter. Puppenspieler kommt. Na gut, das sollte jetzt erstmal noch klappen, aber wir brauchen jetzt wirklich mal langsam hier die fehlenden Einheiten. Ich weiß nicht, ob ich das hier riskieren soll. Am Ende kommt da ein Dreier Schreddermeister raus und dann haben wir auch nichts gekonnt. Och Katze, lass die Energy-Dose liegen. So, jetzt noch ein Zweier, dann wäre es schon mal ganz gut. Ein Einser. Na gut, aber wie kriegen wir den jetzt hier weg? Indem wir es so machen. Noch einen Klick, dann haben wir es. Aber vielleicht schon ziemlich spät, ne? Ihr seht, die rennen jetzt schon ganz schön weiter. So, jetzt haben wir den Booster. Jetzt müssen wir hier ganz schnell die Mana-Power-Ups machen. Nächster Boss ist zum Glück bändiger. Eventuell können wir das Game noch retten, weil wir müssen jetzt hier erstmal das aufholen hier, was wir jetzt hier
auf dem Board alles drauf haben. Zack, den Bomber noch hoch. Können eigentlich hier auch noch ein bisschen was schreddern. Das nützt ja alles nichts hier. Ja, ich lasse mal ruhig zwei Bomber kurz stehen. Zu unserem Glück kommt wirklich Bändiger. Wenn jetzt hier Chaos gekommen wäre oder so, dann hätte es sehr, sehr bitter ausgesehen. Sage ich euch so, wie es ist. Ja, der Gegner hat seine 7 Blade Dancer ganz entspannt da zu stehen. Ja, und wir haben es auch gepackt. Sehr gut. So, Puppenspieler als nächstes. Können jetzt sogar mal das hier probieren. Schlecht kann es eigentlich nicht mehr werden. Ja, ein Dreier Chemiker. Dann nehme ich den Zweier dafür weg. Vierer Chemiker. Problem ist nur, wenn jetzt der Puppenspieler uns gleich das Board durcheinander moved, ne? Was höchstwahrscheinlich passieren wird, glaube ich. Können wir nur hoffen, dass er uns einmal nach rechts schiebt. Einmal nach rechts wäre okay. Ne, wir schaffen es, glaube ich, sogar. Knapp, aber wir schaffen es. Perfekt. So, jetzt brauchen wir hier aber wirklich mal ein bisschen Fusionsränge hoch für unsere Einheiten. Okay, der hier unten kriegt hier gerade alle Bonus von der Fraktion der Woche ab. Das ist nicht schlecht. Der steht auch noch höher auf dem Angriffsfeld. Sehr, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt noch Trixie-Feld kriegt, wäre auch noch okay. So, zack. Jawohl, der in der Mitte. Okay, Max Level. Sehr nice. Ich würde fast erweitern, ich weiß noch nicht, aber die sind noch nicht sehr hoch da. Noch ein Dreier, Kultist. Aber ich muss euch sagen, ganz überzeugt bin ich nicht von dem Deck, ne? Bändiger wieder, das heißt, das ist schon mal okay, aber ja. Er macht halt seine Bosse ganz easy weg. Und wir haben schon doch enorme Probleme. So, jawohl, Trixie hier unten jetzt drauf, sehr gut. Ja. Das wird es tatsächlich gewesen sein. Ja. Kann ich nur sagen, Grüße gehen raus an Kai. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ich da falsch gemacht habe, weil der gewinnt damit jetzt gerade easy die Games. 37 Millionen Schaden auch nur. Also... Ich weiß nicht. Da gefällt mir das normale Inquisitor-Deck fast trotzdem noch besser, ne? So, wir springen nochmal in ein Game hier mit dem Standard-Deck. Gerade eben schon einen Versuch gehabt. Player hat sich mal wieder aufgehangen. Ich habe jetzt mal einen anderen Player schnell probiert.
Und ja, dann gucke ich euch, zeige ich euch mal tatsächlich immer noch nach wie vor mein Favorite Deck, das normale Inquisitor Deck. Ich weiß nicht warum, aber das läuft bei mir ganz gut. Aber wir können es ja jetzt gleich mal sehen, ob es allgemein daran liegt, dass der Kultist doch nicht so stark ist oder ob es vielleicht an mir liegt, denn unser Gegner spielt Kultist. Und dann werden wir mal gleich schauen, wie es hier aussieht. Wir spulen hier aber mal ein bisschen vor, um das Video hier nicht unendlich in die Länge zu ziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der heißen Phase des Matches. So, läuft wieder nicht ganz optimal die Runde. Ich habe jetzt mal ein bisschen Mana gespart für Tribunal gleich, falls er uns die beiden Inquisitor hier weghittet. Beim Gegner läuft es aber auch nicht gut. Also ich weiß auch nicht, was er sich mit der Ivy da drin denkt im Deck. Check ich nicht ganz. Okay, einer zu viel. Schnell, schnell, schnell. Wir bekommen hier die beiden. Ich versuche die ganze Zeit die beiden hier noch irgendwie ranzukriegen an die Statue. Klappt aber nicht ganz so gut. Okay. Jetzt vielleicht noch mal. Jawohl. Eine noch hier, dann wäre es perfekt. Also perfekt nicht, aber dann wäre es erstmal deutlich besser. Ja, sein Deck ist nicht wirklich durchdacht, finde ich, ne? Auch mit der Uhr. Er hat viel zu wenig Möglichkeit, die Uhr einzusetzen. Deswegen bringt es kaum was. Vier Sekunden, den übersteht er noch. Aber ich denke, das war's gewesen, denn ich glaube nicht, dass er den Boss noch besiegt. Er haut jetzt auch schon den Trainer raus. Warum auch immer. Deswegen gutes Spiel. Ja, kein perfektes Beispiel hier, aber Inquisitor Deck finde ich nach wie vor sehr, sehr stark. Und ihr habt es ja vorhin gesehen, ich hatte 40 Millionen Schaden mit einem Kultist gemacht. Und ja, weiß ich nicht. Also mit einem Inquisitor mache ich auch mal locker über 100 Millionen Schaden, wenn es ganz gut läuft. Von daher, Kultist, ich weiß nicht, bin nicht überzeugt, aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr doch meint, der Kultist ist besser und ich vielleicht irgendwas falsch gespielt habe vorhin bei dem Deck oder ihr noch ein bisschen eine andere Deck-Variation habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann öffnen wir jetzt noch die beiden Kisten, wie versprochen, und ich glaube, wir hätten dann auch nochmal genug Staub. Wir müssten ja noch ein bisschen Staub bekommen, dann können wir auch noch eine Legendary gleich holen, aber wir schauen erstmal hier rein. In die legendäre Kiste, was es hier Schönes drin gibt. Wir bekommen Ritterstatue. Wieder mal. Eieiei. Und 100 Münzen. Und wir bekommen nochmal in der goldenen Kiste vielleicht noch ein paar Scharfschützen. Ja. Schade leider nicht. 100 Magic Dust. Und noch ein bisschen Gold. Und 50 Münzen. Ja. Damit sind wir hier auch am Ende des Battle Passes angekommen. Jetzt können wir noch ein paar Bonustruhen tatsächlich sammeln. Auch nicht schlecht. Und wir öffnen noch den Staub gleich zusammen. Was haben wir hier? Aktionskarten, sehr nice. Noch Königreich des Lichts und dunkle Dämonen. Dann kriegen wir nochmal 300. Na, das ist nix. Ja, dann holen wir doch noch die nächste Legendary ab. Und schauen, was es hier gibt. Schönes. Nochmal ein Hau drauf. Ist okay, nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Sehr gut. Ja, das soll es gewesen sein. Ansonsten mache ich mich heute noch weiter hier an Siegesrausch. Wir müssen ja hier 25.000 Punkte schaffen. Ja, sieht noch nicht ganz so gut aus. Da müssen wir auf jeden Fall noch rein. Und ansonsten, ja, schreibt mir gerne noch eure Deck-Empfehlungen der Woche
in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bleibt gesund und ciao, ciao. Push me down to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me.